Die Wohnung war groß und knackst in der Nacht überall. Das ist eine alte Bauwohnung eben. Also das war schon eine sehr interessante Erfahrung, weil ich konnte eben nicht schlafen, weil ich war zum ersten Mal alleine in einer großen Wohnung. Ich bin Jin Gatke, bin Chinesin aus Peking und lebe in Wien seit mehr als 30 Jahren. Ursprünglich bin ich eine Studentin an der Zentralkonservatorium in Peking. Durch Zufall hatte ich einen direkten Kontakt zu Herr Professor Kühne. Er war zu der Zeit Anfang 80er der Abteilungsleiter für Streichinstrumenten an der Musikuni in Wien. Er hatte dann schnell geantwortet. Damals gab es kein E-Mail, kein Handys und alles also per Brief schriftlich. Hatte er mich dann zurückgeschrieben. So wie er auf diese Aufnahme von mir hörte für vor einem Sonatabend in Peking. Mein Stil passt eigentlich besser zu Europa und um richtig klassische Musik und den ganzen kulturellen Hintergrund zu erlernen, sollte ich eigentlich nach Europa kommen. Und er fragte, ob ich mir vorstellen kann, nach Wien zu kommen. Ja, das war eine der ganze Reise nach Wien und die ersten paar Tage in Wien für mich natürlich ist unvergesslich, denn das war meine allererste internationale Flugreise, überhaupt die erste Flugreise, würde ich sagen. Das mich am meisten überrascht war, dass nach der Aufnahmeprüfung an der Uni erfuhr ich, dass für ausländische Studenten gibt es keine Stipendium. Nach dem ersten Diplom, wegen meiner guten Leistung, durfte ich dann in Österreich in einem staatlichen Stipendium für ausländische Studenten anzusuchen. Ich hatte mich, meine Person erst hier in Österreich während der Jahre gefunden durch den Lebensstil hier als Musikerin, als Kulturschaffende und als ein Individuum. Hier bietet diese Möglichkeit. Kultur im Alltagsleben als Lebensstil. Das Essen ist wichtig. Als Chinesin wünsche ich mir, dass meine Chinesen sich auch mehr bemüht, die chinesischen Traditionen, den echten Schatz, was zur chinesischen Kultur gehört, mehr nach Europa, nach Österreich zu übermitteln. Und ich würde auch meinen Beitrag in dem Sinne leisten. Thank you.
Musik.